Tim Kramko, Gratulation zur Goldmedaille. Letztes Jahr hast du die Bronze geholt, dieses Jahr Gold. Was lief dieses Jahr besser als im letzten Jahr? Ja, der Tag lief einfach super gut. Hätte ich auch am Anfang des Tages nicht so mit gerechnet, aber ja, freue mich super. Und was jetzt genau anders lief, ich kann es auch nicht sagen, aber ich freue mich riesig. Wann war der Moment heute, wo du gedacht hast, ich kann heute die Goldmedaille holen? Gab es diesen Schlüsselmoment? Man kriegt ja so mit, so ein bisschen, wer so noch drin ist, wer rausfliegt und so. Und ich habe schon so oben in der Halle, in der Aufwärmhalle so gemerkt, so ja, okay, so einige Favoriten sterben schon mal weg. Und dachte ich mir so, ja, heute ist echt was drin, so nach dem zweiten Kampf. Hab mich auch gut gefühlt und ja. Zu deinen Kämpfen. Du hast mir erzählt, dass du heute nur gegen einen Gegner schon mal gekämpft hattest, also den kanntest, die anderen noch nicht. Liegt dir das besser? Ich denke schon, ich mag das gerne, dann können sich die anderen noch nicht so auf mich einstellen. Ja, heute war es halt nur einer, den ich kannte. Umso mehr Spaß hat es gemacht und ja. Im Finale, das war ein ganz schön harter Kampf und du hast es super gelöst. Was war da der Schlüssel zum Erfolg? Ja, erstmal eine super Marschroute, die ich mit meinem Trainer Pedro abgesprochen habe. Wo ich auch zwischendurch gemerkt habe, so, oh, jetzt driftest du so ein bisschen davon ab. Immer wenigstens eine Hand oder ein Revers zu kontrollieren und dass er nicht cross rüberkommt. Das war eigentlich der Schlüssel und als ich es dann noch gemacht habe, dann hat es gepasst. Die Technik, du hast mir vorhin erzählt, dass du das schon so geplant hattest. Wie war das genau? Genau genommen war es so, dass ich als Janosch gegen ihn gekämpft hat im Halbfinale, ich mit Pedro bei der Yudogi Control stand und Pedro meinte, oh, Koshiguma links, das könnte passen. Und dann habe ich gegen ihn gekämpft und habe auch so gemerkt, so ja, steht immer so ein bisschen abgebeugt vor mir, konnte schon gut kassen. Und am Ende habe ich dann gedacht, okay, komm, jetzt probierst du es. Und dann hat es gepasst, Gott sei Dank. Morgen steht der Teamwettbewerb an. Was erwartest du vom deutschen Team? Oh, ich glaube, wir können da auch um die Medaille mitreden. Ich hoffe, dass wir noch alle zusammen eine Medaille mit nach Hause nehmen und alle glücklich sind dann.